Hallo, Utabis, und herzlich willkommen bei Folge 37 von Mass Effect, Mass Effect, Mass Effect. Weil I'm Ecstasy, A&E, Exane, yeah, come on, yeah. Und wir machen eine kleine Zitadell-Folge, weil die wollten offenbar alle mit uns sprechen und wir wissen, dass ich mit Sprechen natürlich meine uns blöd anmachen. Und deswegen gehen wir mal die ganze Zitadell wieder hoch und runter, geben irgendwelche Obelisken ab und was weiß ich nicht alles, was wir in der Zwischenzeit eingesammelt haben. Den ganzen Quatsch müsste ich eigentlich auch noch machen, aber scheiß auf die 3 Punkte nach der Linie. Ich wollte gerade sagen, bin ich hier falsch? Der kroganische Anführer Erdnord Rex sagte, seine Unterstützung der Turianer sei der Beweis dafür, dass die Kroganer. Rex ist bei Damakash gestorben, bei mir leben die wenigstens alle noch. Ich habe mich angestrengt. Wieso steht die Militär und daran? Wie ist das ein Traum? Traurige Geschichte hier mit dem Mädchen. Sind deine Eltern schon angekommen? Die werden niemals ankommen, wenn sie tot sind. Ich meine, ernst, ist tatsächlich eine traurige Geschichte. Wo ist James? Sitzt der wieder in der Kneipe rum, wenn er nicht beim Kartenspielen ist? Wollte der nicht auch mal irgendwann irgendwas haben? Ja, ist natürlich blöd, wenn ich alles ablaufe. Vielleicht schneide ich es auch raus, aber... Sorry. Na, wie geht's? Hey, ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Wir wollen mit okay. Aria zusammenarbeiten. Ja, ja. Du bist so wichtig, mein Freund. Ich gehe gleich mal weiter. Marionette. Das erinnert mich wirklich an Koto. Alle stehen rum und jammern und bewegen sich und keiner sagt was. Was gibt's bei dir? Danke, Mensch. Wir werden die Pfeiler in uns. Willkommen bei Batarian State Arms. Du wirst irgendwas machen, ich habe mich nicht überzeugt. Was machst du denn hier, James? James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Ja, bei den Batarianern ja, so gut nach erfolgt. Unserer Unterhaltung? Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Hm. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Moment, was? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Man würde sie nicht fragen, wenn man sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Das kommt mir bekannt vor. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Echt? Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah, Vorsicht! Das kommt gut. Ah, dass ja auch mal der Gute sein muss. Ich verstehe gar nicht, wieso. Avina. Digital Dates. Was? Das Gespräch hätten wir uns gemacht. Der nächste, bitte. Dörf. Gut, dass sie nie an einem Fahrstuhl steht. Ich liebe Fahrstuhlfahren einfach. Es gibt nichts Schöneres in Mass Effect 1. Und 3. Und 2 nicht, weil da gibt es. Stand hier nicht mal ein Botschafter? Oh, halt. Und weiter. Meine Güte. Diesen Mini-Ruckler für 30 Sekunden habe ich schon richtig runtergedreht. Ja, sage mal! 30 Frames und das Bild bewegt sich nicht, auch nicht schlecht. Einen Moment. 1 auf 58 Frames. Samara, was machst du hier? Ich hatte gehofft, Sie kommen. Na, mal, ja. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Quickie im Präsidium zum Tag? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falair ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit Ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Mhm. Es gibt niemanden,
der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als Sie. Danke. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard, vergewissern Sie sich von der Stärke Ihrer Truppen, bevor Sie losziehen. Hm. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Hm. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ach komm, Mädel, 1000 Jahre ohne Sex? Oder oft? Na gut, 900. Die hat ja auch schließlich Kinder. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf T'Chanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Danke, danke. Kommt Valer in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, was? Dann Valer. Ja, ja, ernsthaft. Es war... Warte, lass dich umarmen, Mädel. Schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Valer einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Ich habe zwar nichts dazu beigetragen, aber gern geschehen. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Nee, ich glaube nicht uns an sowas. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Aber ich glaube an die äußerst befleckte Empfängnis, wenn du verstehst, was ich... Gibt's noch was Neues? Hallo, Shepard. Ach, das war's doch jetzt wert. Leben Sie wohl, Samara. Leben Sie wohl, Shepard. Nochmal? Nein. Kroganische Truppen melden schwere Verluste bei der Zerstörung einer Hochburg der Reaper im früheren Rachni-Sektor. Kann ich dir helfen? Nein, habe ich schon. Gut. Ich einfach euch helfen. Ja, okay. Dann werden wir mal ins Spectre-Büro reinschauen, weil es kann ja gut sein, dass wir da ein paar neue. Ah, nee, erstmal hier rein. Jetzt gibt's mal alten Belly. Spreche er. Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Genau wie Sie, Shepard. Ein wirklich wunderbares Gespräch. Sehr kreativ. So, die Botschaften sind geschlossen, dann werden wir mal hier. Ja, die Salarianer machen echt nervös mit ihrer Kleinen. So, kann ich bei dir was abgeben? Nein, habe ich schon alles? Meine Güte. Schon deshalb laufe ich hier rum, weil die ganzen Mini-Punkte und so. Wieder ein paar XP oder Kohle oder was auch immer. Gut, die Kohle interessiert mich, aber. Plünderungen und Aufstände im Kepler-Randsektor. Der Grund. Spectre-Terminal, warte mal. Medizinische Vorräte, die ursprünglich für besetzte Gebiete gedacht waren, wurden zur Zitadelle umgesetzt, weil die EPA-Invasion die Ausdehnung unmöglich gemacht hat. Ja, natürlich werden die überreden. Was haben wir von den Vorräten jetzt nur zu horten an der Hand? Der aktuelle Aufenthaltsort von Botschafter den Korlax immer. Die biometrische Analyse ortet ihn im Moment an keinem öffentlichen Ort. Seine letzte bekannte Position war sein Büro in der Nähe der Menschenbotschaft. Also drei um die Ecke. Shepard. Zum Glück sind Sie in Ordnung. Hallo? Mir geht's gut. Tut mir leid. An der Stelle, wir grüßen Sie.
Es ist besser so. Hübsch ist noch schöner. Auf der Citadel herrscht zurzeit Kann ich nicht einmal so. Hört sich ganz so an. Aber in dem Outfit würde ich hübsch sein. Ich habe von dem Putschversuch gehört. Ja, Udina hätte mit Kai Leng fast die Macht an sich gerissen. Kai Leng? Der schmierige Mistkerl lebt noch? Er lebt und steckt mittendrin in dieser Sache. Das verkompliziert die Lage. Ich werde vorsichtig sein. Also, ich habe nicht viel Zeit. Aber ich weiß, was mit meiner Schwester ist. Wo ist sie? Y-Chromosom? Das weiß ich noch nicht. Aber mein Vater war definitiv dafür verantwortlich. Wenn er ihr etwas angetan hat, bringe ich ihn um. Miranda. Shepard, hören Sie zu. Ich werde von Cerberus-Attentätern gejagt. Es sind viele. Ich muss mich bedeckt halten. Normandy? Was? Warum? Normandy? Es gibt ein Gerücht. Vielleicht ist das mehr, dass mein Vater für den Unbekannten arbeitet. Viel Platz im Bett. Kommt Normandy? Sicher was Großes. Warum sollte Ihr Vater für den Unbekannten arbeiten? Vor allem jetzt. Kein Kommentar. Mein Vater will unbedingt sein Vermächtnis bewahren. Aber wir grüßen an der Stelle noch einmal eindringlich. Er will in die Geschichte eingehen, damit seine Dynastie einen Platz in der Ewigkeit hat. Und der Unbekannte hat ihm ein Angebot gemacht? Ganz genau. In Erinnerung. Was? Memories. Oh mein. Was immer mit Ihrem Vater vorgeht, sprich langsamer, Shepard. Wir müssen das aufklären. Ja, sicher, aber ich muss das selbst erledigen und aufhören, ja, von meinem Vater. Halt die Klappe, ich kümmere mich drum. Du hast eh keine Ahnung. Sind Sie sicher? Ja, ich kann erst wieder klar denken, wenn Ori sicher ist. Sie finden sie. Ganz sicher. Okay, ich sollte jetzt gehen. Seien Sie vorsichtig. Das kann ich nicht versprechen. Könnten Sie's? Nein, könnte ich nicht. Und deswegen haben wir die in Teil 2 flachgelegt. Was? Oh ja, Zitadell-Verteidigungsmacht. So, was machen wir mit dem Botschafter? Ach, das wird hier hinten noch sein. Mein Gott, Shepard, jetzt laufen wir schneller. Die Grissom Akademie wurde bei einem Angriff auf Elysium ebenfalls von den Reapern eingenommen. Aber vorher konnten Allianztruppen sämtliche. War der Volus-Botschafter vorhin hier? Ja, das war er, Commander. Ich muss hinein. Spectre-Angelegenheit. Ich öffne das Büro, wenn Sie bereit sind. Ja, meinen Sie, warum ich hier stehe, Freundchen? Die Jacke würde ich auch mehr anziehen. Sie waren bisher noch nie so unkooperativ zu uns, Botschafter. Weil Sie bisher tatsächlich etwas Gutes für die Galaxie getan haben. Hat sich das geändert? Ist das Aria Wie viele Kolonien gäbe es denn ohne unsere Aktionen gegen die Kollektoren nicht mehr? Zu viele. Aber der Kampf gegen die Allianz muss weitergehen, um den Krieg zu beenden. Wir verstehen, wie schwer es für Sie war, zu Cerberus zu kommen, Botschafter Korlak. Vertrauen Sie uns noch ein wenig länger. Okay, das kann nicht Aria Tilok sein, weil die hasst Cerberus genauso sehr wie wir. Sie sind alle Monster! Botschafter, bitte! Hunderte von Toten. Odinas Feuerbruch am Rad. Ich hätte längst mit Ihnen brechen sollen. Und was würde das jetzt bringen? Ihre Risiken, Cerberus Informationen zuzuspielen, haben Sie in eine interessante Lage gebracht. Wenn Sie abbrechen, können wir Sie nicht vor den Konsequenzen schützen. Ich habe für sowas keine Zeit. Wir reden später weiter. Guten Tag, Botschafter Korlak. Verdächtig. Ist er schon tot? Die Turianer glauben, ich arbeite noch für Cerberus. Es ist ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zu C-Sicherheit kann ich nicht. Aber Cerberus hat Pläne. Es geht um eine Turianer-Kolonie. Ich habe den Empfänger eines Peilsenders in den Büros neben der Menschenbotschaft versteckt. Shepard, steh hier nicht so drum, sondern suchen.
Okay, ich nehme an, der ist tot. Verdammt, Cerberus ist heute wirklich überall. Geht das jetzt etwa die ganze Nacht so weiter? Bringen Sie den Wagen her. Schnell, der Mistkerl ist schwerer, als er aussieht. Said? Dessen Stimme war das? Na eben. Den Söldner aus Teil 2, kennen wir alle noch. Wieso hat der den Volus-Botschafter? Ja, ist aber faul. Ein schwerer Fall von Türgriff. Das ist ein klobiges Headset, wa? Wann sollen wir Korlak töten? Sobald die Credits da sind. Ich dachte schon, sie wären an dem Geld nicht interessiert. So ist es. Weil Korlak für Cerberus gearbeitet hat? Was geht sie das an? Das geht sie gar nichts an. Wacht er auf? Hier spricht Commander Shepard. Hören Sie mich? Ja. Ja, ich höre Sie. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Immer noch im Präsidium. C-Sicherheit wird Selkish-Waffen überprüfen, wenn sie merken, dass ich weg bin. Sie sind ihnen egal, wenn rauskommt, dass sie sie an Cerberus verkauft haben. Moment. Cerberus will eine Kolonie angreifen, die... Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Haben wir hier noch einen kleinen Kampfeinsatz auch noch nebenbei, oder was? Schauen wir mal. Said hat für Cerberus gearbeitet. Fragen Sie ihn, warum er hier ist. Warum haben Sie es auf Ihren früheren Arbeitgeber abgesehen, Said? Woher kennen Sie plötzlich meinen Namen? Gute Frage. Naja, dann haben wir noch alle Zeit der Welt, uns hier umzuschauen, würde ich sagen. Hast du hier einen Antrag oder was? Ich gebe es auch nichts Wesentliches. Es ist mein Geld und ich löse mein Konto auf. Ihr Konto hilft, die Verteidigung der Citadel zu finanzieren. Wenn Sie es auflösen und das Geld unter Ihrem Bett verstecken, schadet das den Kriegsbemühungen. Und wenn Cerberus wieder angreift und die Citadel erobert, ist mein Geld weg. Meine Risiken trage ich lieber selber, besten Dank. Sie verlassen also die Citadel? Zur Zuflucht vielleicht? Wenn Sie dem Rat vertrauen, bleiben Sie hier. Warum sollte ich ihm vertrauen? Er konnte Cerberus nicht aufhalten. Was will er dann gegen die Reaper anrichten? Gar nichts. Wenn Sie Ihr Geld nehmen und sich verkriechen. Voll auf seiner Seite. Haben Sie Parlament gesehen? Oder die Erde? Sie können diesem Krieg nicht entfliehen. Und hier haben Sie wenigstens den Rat, der für Sie kämpft. Aber für diesen Kampf wird Geld benötigt. Geld, das diese Bank dem Rat mit Konten wie dem ihren leiht. Scheiß auf Banken und Geld leihen, requirieren und bauen und was immer verfügbar ist an Material. Außerdem, wenn man kurz vor der Auslöschung steht, darf man durchaus mal auf Demokratie verzichten. Mehr Sicherheit als die Citadel bieten können. Das ist wohl wahr, das alles ist eine riesige Ramschaft. Bleibt uns wohl nur das Beste zu hoffen. Das Beste, das bin ich an der Stelle, ja. Willkommen bei der Combine Arsenalvorräte. Egel Tamara, Kaufen. Das wollte ich Spinner doch auf dem Schiff, ne? Schauen Sie mal wieder vorbei. Gern geschehen. Ich kauf doch gerne einen. Unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben zu halten. Er liegt auf der Intensivstation? Cerberus hat ihn angeschossen. Sie glauben, er sei lediglich ein weiteres Opfer. Ich weiß schon, an wem es geht. Ganz kaum erwarten. Hallo? Wenn er ein Terrorist ist, Ja, redet ihr weiter über Terroristen, ich bin dann mal beschäftigt. Für den habe ich immer noch nichts gefunden. Verdammt. Noch eine Cerberus-Falle? Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. E-Verbrechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir dann... Gut, dann muss ich mich nicht kümmern und du redest weiter. Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Hören Sie, das Arschloch ist jetzt in Haft. Ihn zu töten bringt niemanden mehr zurück. Es geht um Gerechtigkeit. Der Mann ist ein Verräter und ein Mörder. Du hast gesehen, was er deiner Frau angetan hat. Und meinem Mann.
Und er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er ist böse, ganz ohne Zweifel. Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Der stinkt mir. Der stinkt mir ganz gewaltig. Hä? Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke. Ich stehe da unten gehen wir später. Jetzt müssen wir uns mal hier um. Wir müssen das Gesetz durchsetzen. Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Pelerin an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesen Purgatory-Laden? Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit mit Kleinigkeiten vertrödelt wird, desto mehr Geld hat die Citadel für die Verteidigung. Das stimmt zwar, aber die Ordnung aufrechtzuerhalten ist mir lieber. Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht. Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles so unwichtig vor. Was heißt hier, vielleicht habe ich recht? Selbstverständlich habe ich recht. Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz, wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie. Aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben. Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werd's nicht tun. Danke. Besser so. Es kracht. So. Hallo? Commander Shepard, haben Sie kurz Zeit? Natürlich habe ich doch immer. Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batterianische Diplomatencodes aus der Zeit, als Sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Natürlich. Natürlich kümmere ich mich darum. Bevor ich in die nächste größere Mission gehe. Die haben was gekriegt, also gehen wir mal. Regeln hin oder her. Die Leute haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Wenn sie jedem auf der Citadel Waffen verkaufen, legt C-Sicherheit den ganzen Laden lahm. C-Sicherheit konnte uns nicht beschützen, als Cerberus angegriffen hat. Ich werde Sie dafür verklagen. Sie glauben, ein Gericht würde wollen, dass ausgerechnet jetzt mehr Leute mit Waffen herumlaufen? Dann gehe ich eben in die Bezirke und verkaufe in einem Hinterzimmer im Purgatory. Die Leute sind verängstigt genug, wenn sie die Waffen... Im Purgatory ist es Ariatilog, die schmeißt dich raus davon. Obwohl sie selber nicht seltener Führerin ist. Genau deswegen, wir brauchen jetzt Ruhe hier. Würde ein Haufen Zivilisten, der auf alles ballert, was sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufbauen. Das Commander Shepard sagt. Sonst geraten sie nur in Panik und gehen am Ende noch selbst drauf. Ich will doch nur, dass die Leute sicher sind. Ich weiß, aber C-Sicherheit in Frage zu stellen, ist der falsche Weg.
Willkommen bei Stärkt sie sich an. Danke, dass Sie bei Ego Munition eingekauft haben. Willkommen bei Sippertin Waffen. Danke, dass Sie bei Sippertin Waffen eingekauft haben. Dreh dich in diesen Kanik, was gibt's Neues? Ich habe da einiges für Sie. Sehr gut, Commander. Gehen Sie zu General Oraka. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Gott sei Dank. Das machen wir gleich als nächstes, bevor wir zu Lyra gehen. Das wird dann der grüne Abschluss der Folge. Willkommen bei Nos Astra Sportartikel. Danke, dass Sie bei Nos Astra Sportartikel eingekauft haben. Oh, ja, für euch irgendwas, der was braucht, ne? Was gibt's hier? Willkommen Kassa bei Fabrikation. Kassa Fabrication Waffen. Hier gibt's ja jede Menge. Was denn das? Revenant One? Interessiert mich nicht, ich kauf's trotzdem. Wenn Sie das Beste ist nicht so, als ob es im Geld ist. Sturmgewehr-Durchschlag brauche ich nicht, aber wir kaufen es trotzdem. Schrotflintling brauche ich sowieso nicht nehmen, trotzdem. Alle Produkte sind herabgesetzt. Ja, kann schon, brauche ich erst recht nicht, aber egal, wir nehmen's. Danke, dass Sie bei Casa Fabrication Waffen eingekauft haben. Gern geschehen. Ihr Name ist Tashia Bray. Natürlich. Ja, da wäre noch eine Kleinigkeit, die hatten Nein, wir ja vorhin in der letzten vorletzten Folge. Ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tashia. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Das war alles? Du dankst mir? Nicht undankbar scheinen, aber. Verdammt! Ja? Ein paar Stunden länger graben und wir hätten den Obelisken von Casa gehabt. Ich weiß, dass der Hades-Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die Allianz braucht das Ding jetzt! Der Obelisk von Casa. Ja, ich kümmere mich. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben es geschafft. Jetzt gehst du aus dem Weg und Iron Heel ist auch zufrieden, was ich hier alles in einer Folge schaffe. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Palavin nicht zurück, aber immerhin. Danke, Commander. Gern geschehen. War doch eine Kleinigkeit. Wenn Sie meine Sicherheitsvideos. Der gesamte Bereich wurde kurz und klein geschossen. Wann erkennst du an dem Fleck an der Wand, dass es drei Todesopfer sind? Ich bezweifle, dass die Agenten der Reaper ihre Geschäfte in meinem Café abwickeln. Wir wollen sie doch nur beschützen. Und sie leisten dabei großartige Arbeit. Sehen Sie die Brandflecke? Genau da hat Cerberus eine meiner Bedienungen getötet. Und wo waren Sie? Hey, ich Welche von den drei Flecken sollen das gewesen sein? Wenn Sie die Cerberus-Informanten finden wollen, die dafür verantwortlich sind, dann geben Sie mir die Videos. Spricht eigentlich nichts Wir dagegen. Sind im Krieg. Wenn Ihnen die Sicherheit der Citadel etwas bedeutet, wieder mit der NSA! Helfen Sie C-Sicherheit, wann immer Sie können. Danke, Commander. Ich habe einige hochstehende Gäste. Wenn herauskommt, dass ich Sie an C-Sicherheit verpfeife. Glauben Sie wirklich, mich interessieren im Moment Insidergeschäfte oder Elektronikschmuggel? Ich bin hinter den Dreckskern her, die Citadel angegriffen haben. Sonst nichts. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Also gut, nur hoffentlich hilft's. Wie will ich da hoffen? Ich stelle auch immer mehr Soldaten in dir im Besuch. Was macht der so? Nix. Kann ich mich hinsetzen, spielen eine Runde? Pasak oder so? Wer kennt Pasak? Müsste man eigentlich kennen. Aus damals. Was stehst du hier noch rum? Egal, ja, jetzt. Und nochmal zurück, weil das machen wir in dieser Folge noch. Ist mir völlig egal. Hallo, tschüss. Wollen Sie wirklich nicht etwas Aufregenderes unternehmen? Ich liebe diesen Teil des Präsidiums. Erinnert mich an meine Kindheit. Wo war das? Amali, auf Tessia. Meine Mutter und ich wohnten bei einem Park. Ich war oft dort. Was haben Sie da gemacht? Lesen, erkunden, Ärger kriegen, weil ich im Gras Ruinen ausgraben wollte. Sie machen Witze. Süß. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie.
Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Die sie töten mussten. Sie trug gerne gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. So mit diesem romantischen Rauch im Hintergrund. Ich wusste, dass dieser Scheiß irgendwann kommen müsste. Oh. Ja, da blendet es mir noch extra ein, um es reinzureiben. Tja, wofür werden wir uns entscheiden? In der nächsten. Nein, so viel unfair bin ich nicht. Das Schlimme ist, wir treffen diese Entscheidung, bevor wir das nächste Crewmitglied treffen. Wir hatten die schon mal in Teil 1, deswegen könnten wir jetzt, in Teil 2 hatten wir jemand anders und in Teil 3 könnten wir nochmal jemand. Aber das klingt nach Polygamie oder so ähnlich. Was soll's. Freunde ist für die mich. Die wird noch, wenn wir 80 sind, jung aussehen. Insofern, ideale Wahl. Richtig ernst. Ist es. Naja, kurz vom Tod. Was auch passiert. Ich will mein Leben mit ihnen verbringen. Dann haben sie ja richtig Glück, dass ich das auch will. Ich weiß. Wow. Wahnsinnsszene. Hallo, Shepard. Liara, es ist manchmal echt nicht leicht mit dir. Aber was soll's. Wir schauen uns das alles irgendwann ein andermal an. Bis dann. Wir erkunden weiter. Ich sehe da. Xane. Out.